Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem Review vom Powerfloater L von Aquamedic. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, danke fürs Dranbleiben und wir gehen dann mal auch direkt ans Eingemachte. Was soll ich zu diesem Ding sagen? Der ist gut. Der ist richtig gut. Wir haben hier einen Abschäumer der Firma Aquamedic in der Größenordnung bis 500 Liter, der einen Bombenjob machen kann. Ja, man muss mal sehen. Dieser Abschäumer kostet in der Regel so Pi mal Daumen so um die 180 Euro. Das ist ein Toppreis und ich blende euch mal ein Bild ein vom laufenden Betrieb, wo er noch im Betrieb war bei mir. Und ihr seht selber, er hat da definitiv einiges und gut rausgeholt. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist, dass wir hier eine regelbare kleine DC-Pumpe haben, die SeaRunner 1.2. Und die lässt sich über den Controller, muss ich mal eben jetzt hier rausgreifen, hier über den Controller hervorragend steuern. Das Gerät selber. Also ich kannte es damals halt nur, dass er sich halt nur über den Wasserstand regeln lässt. Und jetzt mit der zusätzlichen Steuerungsmöglichkeit über den DC-Controller ist das Ganze sogar noch einfacher gegangen. Mal eben einen Tacken runterpacken, wenn es ein bisschen zu viel war. Das Ganze ein bisschen nasser einstellen, ein bisschen trockener einstellen, so wie man das hat, wie man es gerne hätte, ohne jetzt großartig. Ja, ich stelle mir einen Grundwasserstand an und ein und kann dann anschließend über den Controller hervorragend arbeiten. Ja, das waren die guten Sachen. Kommen wir zu dem, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Sorry, Aquamedic, aber es muss sein. Es gibt da so eine Kleinigkeit, die mir tierisch auf die Nerven geht und die ich bis jetzt auch noch an keinem Abschäumer mit diesem Schalldämpfer wirklich hingekriegt habe. Ihr seht hier, da ist das Doppelklebeband, das eigentlich hier oben dran sein sollte. Ich habe es im Vorfeld, als ich es kleben wollte oder geklebt habe, die Fläche freigemacht und die Fläche freigemacht, beziehungsweise es war, glaube ich, hier dran geklebt. Dran gepackt, 2 Tage später ist es abgefallen. Das geht besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier müsste es dann dementsprechend nochmal neu der Schwalbenschwanz verklebt werden, damit er dann auch darauf hält. Alles in allem macht das Ding aber seinen Job. Also ich habe ihn nicht gehört. Oder man hört ihn so gut wie gar nicht. Das ist das eine. Das nächste, was ich habe, ja, man muss da mal pauschal sagen, der Typ, der hier sitzt, dumm, stark und wasserdicht. Ich habe beim Zusammenbauen, als ich das Ding in Betrieb genommen habe, etwas zu viel Kraft angewendet. Wir haben hier unten, muss ich mal eben noch mal kurz rausgreifen, diese Nylonschrauben. Moment, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Genau, da sind sie. 4 Stück an der Zahl. Ich nehme jetzt mal nur zwei raus. Und diese Nylonschrauben reagieren kontraproduktiv auf zu viel Gewalt. Da ist mir der Kopf abgerissen. So, kann ich euch mal eben zeigen. Ich lege die mal eben hier daneben. Jetzt muss ich das Ding erstmal wieder auseinanderkriegen. Eingelöst ist es. So. Da ist der böse Bube. Da ist mir die Nylonschraube abgerissen. Ist aber kein Problem. Die lässt sich ohne Probleme wieder rausdrehen. Durch eine neue ersetzen. Und dann ist das Thema auch schon wieder durch. Aquamedic, da würde ich mir wünschen, dass da Ränderschrauben dran kommen. Es ist zwar sehr schön, dass ich jetzt hier, wenn ich eine entsprechende Schraube einsetze, das Ganze dann anschließend schön glatt habe. Aber es nützt mir nichts. Ich brauche da Werkzeug für. Und es wäre doch in meinen Augen wünschenswert, das Ganze werkzeugfrei zerlegen zu können. Ohne da jetzt einen Schraubendreher holen zu müssen oder Gefahr zu laufen, dass ich, weil ich zu viel Kraft einsetze, mir diesen Kopf abreiße. Ja. Das war halt eigentlich schon zu den negativen Sachen. Und so wirklich negativ ist es nicht. Man muss halt ein kleines bisschen aufpassen. Habe ich nicht getan. Dumm gelaufen in meinen Augen. Aber alles in allem bin ich von diesem,
ja, ich sage es mal, verhältnismäßig, ja, nicht nur verhältnismäßig, von diesem in meinen Augen günstigen Gerät sehr beeindruckt, weil er nämlich wirklich das tut, was er soll, und er ist leise, er holt das vernünftig raus, er lässt sich vernünftig einstellen. Und mal jetzt abgesehen von diesen beiden Kleinigkeiten, die man auch anders regeln kann, alles gut. Ja, das war im Prinzip schon mein Review zum Abschäumer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr noch Anmerkungen oder Anregungen haben, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Alles in allem würde ich mal pauschal sagen, ist ein brauchbares Ding, kann man mit arbeiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.